Haben Sie schon einmal in einem hochmodernen Mähdrescher gesessen oder dem Technikkoloss unter die Haube geschaut? Nein? Dann laden wir Sie dazu ein und mit uns die Handwerker, die dafür sorgen, dass es bei den schweren Maschinen richtig rund geht. Ohne den Landmaschinenmechaniker läuft hier nichts. 3 Jahre dauert die Ausbildung zu diesem Beruf. Dabei geht es lange nicht mehr nur um Traktoren, Kraft und ölige Finger. Von der Reparatur von Rasenmähern über Kettensägen bis hin zur Wartung von Mähdreschern. Ohne den Einsatz von modernster Technik und dem PC geht auch hier nichts mehr. Das ist das Schöne am Landmaschinenmechaniker. Es geht los vom Schweißen, lernt er, bis zur feinsten Elektronik, die an ganz, ganz vielen Geräten heute dran ist. Also es ist am Mähdrescher ein Computer, an einem Traktor, an der Drillmaschine, an einer Spritze, an einem Düngestreuer. Überall hat der Computer Einzug gehalten und wird verwandt und gebraucht in der Landtechnik. Ob GPS-Steuerung, Fehlerdiagnose oder Hydrauliktest, der Laptop macht's möglich. Aber nicht nur technisches Fachwissen ist gefragt. Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker bedeutet auch Anpacken, schweres Gerät und Flexibilität. Denn nach den Vorbereitungen im Frühjahr heißt es im Sommer wieder Service rund um die Uhr. Denn die eigentliche Saison steht noch bevor. Und bis dahin ist noch einiges zu tun. Ja, verschiedene neue Maschinen, die eintreffen, werden fertig gemacht. Das heißt, zum Ausliefern bereit gemacht, Düngestreuer, Spritzen und diese Dinge, die jetzt im Frühjahr gebraucht werden. Unsere Hauptzeit ist die Erntezeit von Juni bis August. Mähdrescher, wenn die rausgeholt werden, wenn die laufen, dann geht es richtig los. Bedingt etwas früher schon die Zeit, die Heuernte und die Silage und später noch die Maisernte, wenn Häcksler laufen. Das sind so die Hauptzeiten. Über 100 Mitgliedsbetriebe im Kammerbezirk beschäftigen Landmaschinenmechaniker. Informationen über freie Lehrstellen gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Koblenz. Für den Nachwuchs sorgt die Branche selbst. Die Landmaschinenbetriebe bilden aus, damit ihr Fachkräftebedarf auch auf lange Sicht gesichert ist. In diesen Betrieben, nicht nur bei uns, sondern in der Landtechnikbranche, ist es, denke ich, bei jedem so, dass er ausbildet, um weiter zu beschäftigen. Er will sich einen Mitarbeiter heranziehen, der einfach bei ihm bleibt und Spaß daran hat, diesen Beruf ja ein Leben lang auszuüben. Mit den vielfältigsten Fortbildungen und Spezialisierungsmöglichkeiten, die es in der Branche gibt. Dem technischen Wandel begegnen die Landmaschinenmechaniker mit Schulungen seitens der Hersteller. Die Wirtschaftskrise macht sich im Gegensatz zu anderen Branchen hier weniger bemerkbar. Denn die Maschinen der Landwirte müssen immer laufen. Man sieht, dass im Moment die Finanzkrise alles beherrscht. Autoindustrie ist sehr stark rückläufig. Diese Dinge gehen in die Landtechniksparte nicht mit solch einer Wucht, wie das in anderen Bereichen ist. Landwirtschaft bleibt. Wir wollen jeden Tag essen und trinken und das stellen unsere Landwirte her. Und deswegen werden wir auch gebraucht. Also der Beruf hat Zukunft und wird auch weiter bleiben. Gegessen und getrunken wird immer. Vor allem heimische Produkte stehen hoch im Kurs. Und damit drehen sich auch die Räder weiter für Matthias, Christian und sein Team. Richtig rund geht es auch im Unternehmen der Familie Niebergall aus Neuwied. Hier landen die rollenden Schuhe der Automobilwelt, die bereits mehrere Marathons über Wochen und Monate abgespult haben. Hinter diesen Rädern liegt eine wahre Tortur. 100.000 Kilometer Autobahnbeton, Asphaltstraßen, Feldwege, Baustellengruben. Über Stock und Stein ging es für die Patienten von Vulkaniseurmeister Frank Niebergall, denen er und seine Mitarbeiter ein ganz neues Profil verpassen, wenn er nicht... Wenn er abgefahren ist, dann beschädigt ist, dann kann man nichts mehr machen, wenn er beschädigt ist. Aber wenn die, sagen wir jetzt, wenn das Profil drauf ist, man kann ihn reparieren, dann wird er vulkanisiert und richtige Reparatur gemacht. Oder wenn er noch ganz ist und abgefahren ist, in Ordnung ist die Karkasse, dann wird er rund erneuert. Rund erneuert, vulkanisiert, Karkasse unbeschädigt? Was steckt hinter dem Fachlatein des Handwerksmeisters? Es geht um die Überarbeitung gebrauchter Reifen. Die Platten Pneus werden aufgearbeitet. Die Lauffläche der Reifen wird abgehobelt und gereinigt. Ein Spezialkleber wird hauchdünn auf die Lauffläche des Reifens aufgetragen. Kleinere Beschädigungen werden ausgebessert. Das hat auf die Sicherheit des runderneuerten Reifens keine Auswirkungen, denn die Eigenschaften sind wie die eines Neureifens.
Dann wird das neue Profil aufgezogen. Doch so einfach hält es nicht über die nächsten 100.000 Kilometer. Spezialrollen pressen die Oberfläche auf die Karkasse. Die Karkasse ist quasi das Fundament des Reifens. Das neue rollende Traumpaar landet nun unter einer Decke, wird durch die Spezialisten eingepackt. Dann geht es in den Spezialofen, den Autoklav. Unter hohem Druck und mit mehr als 100 Grad Temperatur wird der alte Reifen mit dem neuen Profil verbacken. Eine unzertrennliche Partnerschaft. Niebergals haben sich auf die Überarbeitung von LKW-Reifen spezialisiert. Aber auch ein Koloss im Mähdrescherformat rollte bereits durch die Werkstatt. Denn der war... Der war schon etwas größer wie ich. Ich habe 1,87 Meter. Auch für diese rollende Gummimischung hieß es, es gibt ein Reifenleben nach dem beschwerlichen Ackereinsatz. Aus alt, mach neu. Das kommt der Umwelt und dem Geldbeutel zugute, denn die Kosten betragen... Grob gesagt, sagen wir die Hälfte von dem Neureifen. Und wie gesagt, man hat den Altreifen nicht, der wird nochmal verwendet. Und das, was abgeraut wird, dieses Granulat wird auch wieder verwendet für zum Beispiel Eishallenbeläge, Fußbodenbeläge. Und so weiter, Straßenbeläge, da wird das als Granulat nochmal verwendet. Selbst das abgefahrene Profil erfüllt so eine neue Aufgabe und geht, im wahrsten Sinne des Wortes, nach hunderttausenden Kilometern Rundlauf als Gummimatte in den Ruhestand. Viel zu tun also für unsere Handwerker, die mit ihrer Arbeit das Rad im wahrsten Sinne des Wortes am Laufen halten. In unserem aktuellen Tipp dreht sich heute alles um den Nachwuchs. Vom 14. bis 16. April finden in allen Häusern der Handwerkskammer Koblenz wieder Juniortechniker-Workshops statt. Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse können dabei an 3 Tagen verschiedene Berufe ausprobieren und das Handwerk live erleben. Berufsorientierung also mal ganz anders, mit viel Spaß und wertvollen Erfahrungen. Informationen und Anmeldungen dazu unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.